Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in Battlefest unterwegs. Und zwar leveln wir heute wieder meinen Drustilla weiter. Der ist mittlerweile schon auf Stufe 55. Und ja, heute mal wieder eine chillige Stunde Instanzen. Warte mal, habe ich noch einen Trank? Hier haben wir einen Trank, wunderbar. Und drückt uns die Daumen, dass wir in eine gute Instanz kommen. So, Verlies wäre ganz schick, wenn wir kriegen würden. Dann nehme ich wieder ein paar... Oh, Gnomeregan. Ja, Gnomeregan ist okay. Ist okay. Dann nehme ich wieder ein paar Leute hier aus dem Stream mit eingetütet. Und ja, basteln halt wieder eine fixe Gruppe. Dann geht das alles ein bisschen zügiger. Und wenn man sich dann im TS nur abspricht, dann nochmal zweimal so schnell. Hoffe ich zumindest. Oder es endet im Chaos. Je nachdem. Gibt beide Varianten. Warte mal, gibt es hier nicht... Aha, da haben wir das Chaos schon, wird schon geedit. So, jetzt haben wir auch zwei Mages dabei. Mal gucken, jetzt hast du Konkurrenz. Mal gucken, wer hier besser performt. Haben jetzt aber noch nicht geguckt, ob wie es aussieht, ob ihr beide Arkan seid. So, dann... Der andere Mage... Ach, der ist okay. Also er wollte unbedingt mitkommen, ne? Steht er hier oben und macht nix. Mit TS beschäftigt. Ich glaube auch, ne? Ich glaube, das ist ein bisschen schwierig, multitaskingmäßig. Ich hatte vorhin noch mal das TS gepostet, um das dazu zu sagen. User joined your channel. Hey. Hey. Hallo. Hallo. Das ist eine ähnliche Stimmlage wie Nati, ne? Ja, was? Weißt du noch das letzte Mal, wo ich diese unangenehme Frage gestellt habe? Oh ja! Aber ja, ich hätte sie auch gestellt, das gebe ich auch zu. Kannst du bitte. Du warst ja auch nicht. Ja, vor allem, weil sie halt von der Lawrence gesprochen hat. Wo ich mir dachte, da war ich komplett verwirrt und dachte mir so. Ich glaube, alle waren da für eine Sekunde verwirrt. Der Charakter war ja ein männlicher Draenei, der Lawrence hieß. Deswegen hat sie gesagt. Ja, aber, also ganz ehrlich, mein Char, ne, Tela, ist ja auch ein weiblicher Char und alle meine Chars, die Tela heißen, sind weiblich, weil das auch ein weiblicher Name ist. Das wissen vielleicht viele gar nicht. Aber deswegen spreche ich ja nicht von mir als Streamer von die Tela. Also, hallo, die Tela? Ja, also deswegen ist cool. Aber gut, jeder wie er will, ne? Bloß ich war der Einzige, der die Eier hatte, zu fragen, weißt du? Und zwar, ich meine doch, dass ich dieses, es ist ja eigentlich kein heikles Thema, aber ich habe das doch mit recht viel Feingefühl gelöst, oder? Wollt ihr mir da widersprechen? Ja, okay, ich merke schon. Ja doch. Ja, hast du. Ist jetzt dieses gute Zugerede, aber im Hinterdring eigentlich hat das voll verkackt, ne? Wollen sie es aber nicht sagen. Dann kommt das Schweigen. Warte mal, können wir eigentlich nicht auch alle Bosse auslassen oder geht da die Tür nicht auf? Beim Endboss, wisst ihr das? Nö, ich weiß nicht. Ich würde die Bosse machen, bevor wir vor einer geschlossenen Tür stehen und nicht reinkommen. Ja. Ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Ja, ich glaube, die Tür ist dann zu. Tür ist zu, bist du dir sicher? Naja, gut, der hört sich so an, aber Lebenserfahrung hat, vertrauen wir dem mal. Oh Mann, sei netter Markus, das ist noch ein Kind. Ich bin immer nett, du weißt es doch. Zu dir war ich da auch nett. Heute hast du mich noch nicht einmal irgendwie beleidigt, das ist echt. Was, ich beleidige dich ja nicht, necke dir ein bisschen, aber beleidigen tue ich ja nicht. WoW nicht auch jetzt gerade 14 Jahre alt geworden? Oh, du bist so alt wie WoW! Ja. Wie lange spielst du denn schon? Ich? Ja. Seit einem Jahr ungefähr. Okay. Also hast du nicht illegal WoW gespielt? Nein. Es gibt so Leute, die hier illegal WoW spielen, ne? Wenn das da rauskommt, uiuiuiui, ich sag's dir. Wenn du mit 11 ja, WoW spielst... Ja, kannst du in Knast kommen. Mhm. Definitiv, ja, wirst du eingebunkert. Aber dann nicht in den Jugendknast, sondern gleich in den harten. Ich hab kurz vor BFA-Release angefangen. Okay. Ich
bin mir jetzt nicht sicher, ob du die Aussage süß findest oder ob du ihn süß findest. Die Aussage. Achso. Du kennst mich, ich hasse Kinder. bist du nicht selbst nur eins? Was? Okay, da hab ich nur einen Punkt getroffen. Ja, okay, aber ich bin das Kind, das sehr lange du toll fandest. Das sagt auch viel über dich aus. Was sagt das über mich aus? Wenn du ein Kind toll findest? Ja, okay, lassen wir das. Das führt in eine falsche Richtung. Was ich stichle, natürlich stichle ich gern, ich stichle immer gern. Ich muss mich immer zurückhalten, weißt du? Naja. Also hast du hier von den anderen Addons gar nicht so viel mitbekommen, oder? Nee. Dreno hab ich fast ganz geskippt. Okay. Naja. Warte, du hast bevor was angefangen? Bevor BFA? Mit Zwischenmitte und Ende Lichi. Ja gut, ihr meint wahrscheinlich beim Leveln hat das geskippt, oder? So hast du das gemeint, weil das ist ja. Wo ist mein Fallschirm hin? Ja gut, kein Fallschirm, egal. Da musst du dir, glaube ich, einen neuen holen da oben, ne? Oh, ihr habt nochmal eine Gruppe gepullt. Oh, shit. Ungünstig. Aha. Aha. Hast du released? Ich wollte dich gerade retzen, ne? Oh, so. Naja, läufst du ran. Beim Endboss kannst du wieder mitspielen bei den großen Kids. Du machst das schon. Hauptsache nichts adden. Genau, Hauptsache nichts adden, dann ist alles gut. Dann stichst du den anderen Mage noch aus im Damage. Ah, nice, er levelt. Ja, ich level. Muss ja mein Kultiras Menschen hochbringen, mein Sandalari-Troll. Hat wieder voll Bock auf das Game. Ja, kannst du ja nachher mitleveln, ne, wenn du einen Char hast. Oh, warte mal, wie viel sollen wir jetzt hier pullen? Alles. Naja, und dann kommt das Spell Reflection Shit und du laserst dich selbst weg, ne? Perfekt. Perfekt, das hört sich nach dem Plan an. Welches Level ich bin? Naja, im Endeffekt würde ich ja irgendwas zwischen Level 20 und Level 60 sein, oder? Wenn ich ein Numerigan bin. Und weißt du, wo du siehst? An den Mobs, weil die Mobs sind immer dein Level, ne? Oder immer in dem Level-Bracket. Also der ist jetzt halt ein Level höher als ich. Mit 55, der ist 56. Warum beantwortest du die Frage nicht einfach normal? Weil ich einen Bildungsauftrag habe und das noch, ne? Ich könnte sagen, ich bin 55 und die Pappen halten. Das wäre ein bisschen langweilig. Bildungsauftrag. Ja, dies wird dir auch nicht schaden. Das Problem ist, ich bin fies, wenn ich gut drauf bin. Ich bin auch fies, wenn ich schlecht drauf bin. Aber, Schlimmer als jede Frau. Was? Schlimmer als jede Frau? Inwiefern? Immer fies. Ich bin gar nicht immer fies. Ich stichle halt nur ganz gern. Aber ich mein's ja nie böse, weißt du? Ich mein's ja immer noch nicht. Das war der Stream, also, ja, siehst du? Das hat doch was. Außer die letzten Tage, ich war so müde, ne? Weil ich ja jetzt erst krank war und dann so einen Schlafrhythmus und beschissenen hatte. War einfach nur fertig. Vor allem am Donnerstag war ich richtig fertig beim Mecha-Drill. Das ist durchgehend leise. Ja, Mecha-Drill war sowas. Da war ich einfach nur am Sack. Der hätte ich, glaube ich, am besten nicht gestreamt. Hast du den Daumen gekriegt? Nee, leider nicht. Es musste dann einer noch weg, weißt du? Wir haben eh erstmal eine Dreiviertelstunde später anfangen. Wir haben müssen, weil wir haben im Moment ewig wenig Leute. Und dann waren wir irgendwie genau 20, weil wir dann noch irgendwie zwei, drei Leute angeschrieben wurden, dass sie nur rankommen sollen. Und dann hatte der eine den bereit. Warten. Der kriegt die NDP doch sowieso. Wo ist denn der jetzt? Okay, hier auf geht's. Wolltest du nur vorschlagen? Fallschaden gestorben. Wird ja auch was zu essen hergestellt. Bist du als Mage auch Fehler, ne? Noch nicht. Bist du wieder ready als Monk?
Ja, du kannst halt gerne auch mitkommen, wenn du lustig bist. Ach, ich will immer kicken, ne? Kann aber nicht. Wo bist du denn unterwegs? Warte mal, schauen wir doch mal. Hast du dich verlaufen? Kann das sein? Nein, meine Rüstung war eben kaputt. Vor der Instanz nicht gerappt. Eieieiei. Nein, ich bin mehrmals an Fallschaden gestorben. Aber du musst doch diesen Fallschirm mitnehmen. Ja, aber der ist da nicht immer irgendwie. Doch, der ist immer da. Ja, und manchmal kriegt man kein Slow vor, ich weiß nicht. Hä? Aber Eisblock, hast du den schon? Nein. Dann bist du auf das Ding angewiesen. Blinzeln. Vom Fallschaden. Ja, versuche ich immer. Ja, jetzt hast du den Bosskampf ausgesessen. Auf geht's. Ja, hab ich. Diese Szene hatten schon Raid leider, dann war ich mir im Video damit gefragt, ob ich da mitmachen will. Lang ist her. Ach, Nati hat die Pappen. Markus hat auch in einem anderen Video mitgemacht, falls ihr das noch nicht wisst. Ja, hab ich. Dass Nati nicht lustig fand, aber gut. Da stehe ich drüber. Weißt du, da habe ich mir so Mühe gegeben und sie, nee, das ist nicht lustig. Dachte mir, okay, danke. Bist für mich gestorben. Ja, bin das ich aber irgendwie doch nicht. Keine Ahnung. Du bringst immer noch Zeit mit mir und das war so, ich fand es vor einem Jahr nicht lustig. Naja, ich weiß nicht. Ich muss die Frau loswerden. Unauffällig, kennt da jemanden? Also das ist doch nicht schwer, ne? Die wiegt nicht viel, die bringst du leicht in den Kofferraum rein und kannst du dann verbuddeln. Da muss nicht tief graben, da reicht auch so ein seichtes Grab, weißt du? Da brauchst du nicht viel. Es ist nicht viel Aufwand, wenn jemand für ein paar Tacken das übernehmen möchte. Weißt du? Es gibt ja auch so Kampf-Amazonen. So einen ist sie nicht. Ach ja. Ja, das ist schon lange her. Das ist bestimmt schon. Das war. Wann war denn das? War das noch voll. Nee, das war Anfang Legion, oder? Das. Nein. Oder war das WoD das sogar noch? Das war. Nee, das war in Legion, aber nicht Anfang Legion, sondern. Oh, ich weiß nur, dass Oktoberfest war und ich dann einen Zug verpasst habe zu dir. Oktoberfest, oder? Okay. Daran erinnere ich mich noch. Kann sein. Das ist aber böse. Nee, ich hab dafür noch kein Geld erhalten. Der Schamane edit alles. Oh, der böse Schamane. Weißt du, ich muss nicht dafür zahlen, um Freunde zu haben. Ja, wenn man Brüste hat, ne? Oh. Ist das leichter. Hier kommen nicht mal wieder Worte. Ist ja auch so. Ja, es regelt einfach. Ich lass mir jetzt dann auch bald mal hier machen. Geil. Darf ich als erstes sehen? Ja, klar. Dann vergleichen wir. Ja, alles für den Stream, ne? Alles für den Stream, ja. Die wollen ja immer schon die Nippel sehen. Ich glaube, das lassen wir lieber. Ich hab noch keinen Strike bekommen, ne? Ich hab Angst. Zu Recht, würde ich sagen. Du hast zu Recht Angst. Was ist denn mit seinem Mikrofon? Hört auf zu rascheln. Sonst gibt's einen Bann. Wenn du den einen Heiler interrupten. Kommt schon mal ran, ich pull den Boss gleich raus. Also irgendwie, werden die Instanzen schon ein bisschen leichter gefühlt. Ich glaube, das letzte Mal habe ich mir hier reingestellt und gesehen, dass das so gut wie kein Damage macht. Ne? Also kannst du auch die ganze werden. Zeit schon drin, ne? Also irgendwer hat hier so ein...
Na, hat hier eine Waschmaschine daneben oder irgendwas? Aha, meinst der Kleine. Meinst du das Geräusch oder ja. meinst du... Weil bei mir könnte auch was im Hintergrund sein. Ich weiß nicht, ja, was bei dir ist es auch wie so in einem Firmenkomplex. Ich habe rausgefunden, was das ist in meinem PC nebenbei. Warte mal, du hast rausgefunden, was es ist, aber hast es nicht gefixt? Ich kann das nicht alleine fixen, weil ich habe einen Ventilator vorne drinne. Ja. Aber ich komme da nicht von der Seite an den Ventilator ran. Ich müsste das ganze vordere Teil abklipsen lassen. Ihr lauft da gerade mitten durch, ne? Ich hasse euch, wenn ihr pullt. Okay. Und da ich mein PC nicht kaputt machen will, warte ich da lieber, bis mein Bruder kommt und mir sagt, ob er das machen kann oder nicht. Okay. Und dieser Inni war mal beim Endboss so ein Bug, wo alle in eine grüne Flachwelt teleportiert wurden und man dann resetten muss. Eine grüne Flachwelt? Ja, da war einfach nur eine grüne Fläche und du musstest resetten. Okay, wahrscheinlich irgendwo durch den Boden gefallen, kann ich mir vorstellen. Ja, immer bei der Ult, bei der Ultimate! Der Attacke, wo er sich so dreht. Da. Okay. Sind immer alle durch den Boden gefallen irgendwie. Ob wir zu 15, ja, im Moment sind wir zu 5, wir switchen, aber also ich mach's jetzt so, dass ich quasi nach jeder Stunde einmal switche, ne? Also dass dann auch neue Leute mit können. Ah, da hat jemand gepullt. Es sind halt drei Leute im Moment festgesetzt. Ich bin festgesetzt, weil ich der Beste bin. Ja. Nati ist gesetzt, weil sie halt Brüste hat. Ne? Ist selbsterklärend. Und hier der Mage. Und ich muss die Leute ziehen. Ja, genau. Und er carried halt im Damage. Ne? Das muss man so sagen. Deswegen, ja. Aber sonst können wir ein bisschen switchen. Wobei der Charmy auch ganz gut heilt, muss ich sagen. Also, kann man nichts sagen. Ja, kannst du uns zuerst joinen. User joined your channel. Hallo. Hi. Hallo. Warte mal, warst du das letzte Mal schon dabei? Stimme kenne ich auch. Beim letzten Mal fast durchgehend dabei. Warte mal, ist der Monk oder was? Hexenmeister, oder? Ich war der Hexenmeister. Das war ich Hexenmeister? Hä? Ja. Ah, das ist nicht die Annie. Aber bei deinem aktuellen Charakter war ich noch nicht dabei, ne? Okay. Der Hexenmeister, der nicht fliegen konnte, den musste ich mal mitnehmen. Stimmt. Aha! Jetzt haben wir's raus. Ach, das dauert wohl eh noch 8 GB Update hier. Toll. Das musst du WoW updaten, oder was? Ja, ich habe jetzt, weiß ich nicht, 2 Monate nicht gespielt schon wieder. Ach so, aha, hier. Ne? Muss erstmal wieder reinkommen und will uns hier aufhalten, ich merk schon. Aha. Nee, eigentlich geht's eher darum, dass ich einen Charm mal auf 120 haben will, so ein Priester-Healer oder so. Weil du okay. Spaß hast. Oh, ein Priester. Da war ja die Levelphase nicht mehr gefallen, da habe ich aufgehört zu spielen. Ja, das ist die Indie. Wirbelboss ja. Ja, den lassen wir aus. Kriegen wir es hin, dass jeder sein Geraschel irgendwie minimieren kann? Ja, raschel nicht! Ah! Kennt ihr dieses ASMR-Zeugel? Und das ist genau das Gegenteil, ne? Ja, das ist nicht zum Lachen hier. Haben schon Leute für weniger einen Bann gefressen. Shit. Wenn du in die Reisegestalt gehst, ist der Ding weg, ne? Ist das komische Schild weg. Das ist natürlich jetzt suboptimal. Ich beschütze dich. Oh nein. Ja, du bist durchs Feuer gelaufen. Ja, hast du ganz fein gemacht. Oh nein. Ja, hast du ganz fein gemacht. Ach, du heilige Scheiße. Swipen wir das weg. Ja, vielleicht. Nein, der Heiler, wenn er mich hochhält, dann wipen wir nicht. Heil mich. Ich hab sogar noch ein paar Chars ab 60, aber dann erst wieder. Ja gut, ich bin jetzt, Moment, was haben wir jetzt? 57 bin ich jetzt, uiuiuiui. Da könnte ich dann Charmy Heiler oder Pala Heiler machen. Stimmt, wir brauchen eh einen anderen Heiler, sobald ich Level 60 bin, dann kannst du eigentlich einsteigen, weil, dann wird unser 31er... 31er? Loki. Ja. Was rauscht denn das? Ich weiß nicht, was du da machst, aber könntest du das irgendwie, also, drei Optionen hast du. Option Nummer 1 ist,
Du schaust, was da so rumraschelt und stellst es ab. Option Nummer 2 ist, du machst hier Push-to-Talk rein, also dass du nur reden kannst, wenn du eine Taste drückst und dass wir nicht die ganze so das Rauschen haben. Oder du machst keins von beiden, ich rage und werde dich bannen. Ja, Das da ist lacht. nicht mal zum Lachen, das macht er wirklich. Ich weiß, dass es macht, deswegen ist es zu lachen. Ja, noch lachen wir alle, ne? Ja, vielleicht, also so wirklich Rage natürlich nicht, aber Bann natürlich schon, ja, doch. Ach ja. Hannes hat es schon oft genug mitgekriegt, auch wenn Hannes gerade nicht hier ist, aber. Ja, Hannes ist bestimmt irgendwo was trinken. Ja, 100 Pro. Ich glaube, die letzten 5 Mal, wo der hier war, war der jedes Mal besoffen, ne? Aber dafür war jedes Mal lustig. Sind die meisten, wenn sie Ja, trinken. peinlich und lustig liegen manchmal nah beieinander, ne? Nein, Hannes ist schon ein lustiger Typ, doch, definitiv. Da ist eine Level Up gezettet. Bin ich schon wieder irgendwelche neuen tollen Zauber? Lauft mit, ich zieh die Mobs hier durch. Die Kanoniere können wir am Rand stehen lassen, die brauchen wir nicht. Ich kann die 6 GB nebenbei laden lassen, ist ja toll. Ja. Das sind schon viel. Ja, gut, dann wollen wir doch mal lieber. Jo. Glaube, du brauchst schnellere Beinchen, ne? Dass du gleich mit drauf damagen kannst. Selbst als Gnom komme ich hinterher. Was haben wir denn? Du bist einmal Arkan-Mage? Bin auch Arkan-Mage. Mal so eine Frage. Ich pull 30 Mobs zusammen, ne? Der andere Mage macht Arkane Explosion und du machst Arkane Geschosse. Ja. Mach halt auch, also wenn viele Mobs sind, Arkane Explosion und du bist der King quasi. Ab 3 Mobs Sind immer totgeschädigt. beim Arkane Explosion. So easy. Musst du nichts können als Mage eigentlich. Genau, Ja, deswegen eh, spiele ich ihn. den deswegen. Einfach Arkane Explosion rein. Na, siehst du, schau, schon kommt dein Damage. Jetzt ziehst du ihn gleich ab. Tille. Hast du Ah, einen also Buff mit ist dem nicht mehr Fläschchen weit da weg, ne? Die sind auf gleich auf Plus? jetzt. Schau. Bringt doch was, wenn du den. Le Okay, das habe ich jetzt weggenutzt. Retzt mich. Loop down. Was? Ich hab alles raus. Alle CDs User sind disconnected on from your channel. cooldown. Ah! Im Ernst, was tust du da? Ich weiß auch nicht, was er da tut. In der Winterjacke spielen. Und das Hört sich immer so Mikrofon in die kratzig Jacke an. reinstecken, oder? Ja. Oh, weißt du, was mir da gerade für eine Story einfällt? Wir hatten im Studium eine. Die hieß irgendwann nur noch die alles in die Jacke reinsteckt, weil, was hat sie getan? Sie hat alles in die Jacke reingesteckt, ne? Also sie hatte immer so eine Winter. Das war teilweise Sommer, ne? Und sie hat alles. Nee, alles. Nicht alles in die Jacke, sondern alles in die Hose hat sie reingesteckt. Sie hat, ne? Sie hat ein T-Shirt an, hat das T-Shirt in die Hose gesteckt. Okay, das ist ja noch. Ne? Sie hatte einen Pulli an, hat den Pulli in die Hose reingesteckt. Sie hatte eine Jacke an und hat die Jacke in die Hose reingesteckt. Das sah so dumm aus. Keine Ahnung. Die war nicht ganz sauber, die Frau. Also die war auch komisch. Und User also, joined your channel. ne, ich will jetzt hier keinen blöd anlabern, aber die war halt vielleicht nicht unbedingt die hübscheste, ne? Und die hatte halt, also hab ja früher viel trainiert, aber die hatte echt ein, also die hatte fast ein breiteres Kreuz als ich, ne? Also die, ne, hat ein Kreuz beieinander gehabt. Und die hat mich immer voll getextet, ne? Ich bin höflich und habe dann ein bisschen mit der geredet, aber die hat mich immer voll getextet. Und auf irgendeiner Party hat die dann angefangen, den anderen Mädels zu erzählen, dass ich sie immer voll texte. Und dann bin ich ausgerastet, ja? Und dann vielleicht war ich auch ein bisschen angetrunken, aber dann habe ich mal auf den Tisch gehauen und habe gesagt, dass das ein Schwachsinn ist, dass die immer zu mir herkommt, mich volltextet und ich keine Ahnung habe, was die will und die mir bloß aus den Augen gehen soll, ja? Dann war das vielleicht ein bisschen gemein, ja? Aber keine Ahnung. Also die ging mir so auf und sagt, die hat das so hingestellt, ob ich was von ihr wollen würde, ja? Wo ich mir dachte, nein, ganz sicher nicht. Das war schon so. Naja, da musst du manchmal schon mal für klare Verhältnisse sorgen. Keine Ahnung. Ach ja, lang ist her. Das ist auch schon wieder. Wie lange ist denn jetzt im Studium her? Auch schon wieder 2, 3 Jahre, ja?
Ach ja. Oh, die hat man noch gar nicht, ne? Schau mal an. Ach, die. Hast du da auch eine Story? Ja, letzte Woche, aber heute hat man die noch nicht. Dass ich damals so verleitet, so viel Sport zu machen, ja, weiß ich nicht. Also, bei mir ist es irgendwie immer so, wenn ich was mache, ich mache ungern halbe Sachen. Alter, ich kick dich jetzt dann echt gleich. Ich mache ungern halbe Sachen. Und zwar, wenn, dann mache ich was gar nicht. Oder ich mache es halt, richtig quasi. Und dann habe ich halt angefangen, ich muss jetzt mal fix den Charles Sounds tacken. Ich habe halt angefangen, Sport zu machen, weil ich halt, halt viel gesessen, halt damals in der Schule schon oder, und dann dementsprechend auch am PC, ne? Es wird euch überraschen, aber ich zocke relativ viel. Jetzt ist es raus. Und ja, dann war halt so die Geschichte, dass ich halt Rückenschmerzen hatte teilweise, ne? Wenn du viel sitzt. Dann habe ich irgendwann Sport angefangen, dass das halt quasi Markus, besser wird. Ja, das ist ja, ich habe ihn. Und dann habe ich halt angefangen, viel zu trainieren, ne? Aber es ist halt zeitaufwendig und wenn du halt viel Sachen machen willst und wenig Zeit hast, ne? Und wo ich dann halt eine Weile dann wirklich aufgehört habe, als ich mich öfter verletzt hatte, ich hatte mir an einer quasi an der Hand in dem Sinne verletzt, also nicht, dass ich mir, also gut, ich hatte öfter, waren meine Hände blutig, weil du von dem von den Gewichten irgendwann kriegst du ja so eine Hornhaut und das reißt immer wieder auf und so, aber das war jetzt nicht dass die Kacke war. Ich habe mir eine Nervenentzündung dann in der Hand gekriegt, weil das halt eine Überbelastung ist. Da hat die Muskulatur auch auf den Nerven gedrückt anscheinend und ach, das war immer nicht so nice. Und dann hat das schon, war ich teilweise im Studium gesessen und war in der Vorlesung und dann hat das halt schon angefangen, dass ich, wie wenn so ein Blitz so in die Hand reinfährt, also wirklich auf einmal so ein richtig starker Schmerz, dann bin ich auch so zusammengezuckt und das mehrmals und in der Früh war dann immer mal meine Hand also taub, ne? Erst ging es so mit dem kleinen Finger los, dann wurden es immer mehr Finger und irgendwann wurde es komplett taub und ich konnte es auch nicht mehr so zusammen machen. Dann bin ich auch zum Arzt gegangen und dann hat der halt auch gemeint, ich soll jetzt erstmal gar nicht belasten, auf keinen Fall irgendwas anderes machen. Er hat mich halt angeguckt und meinte so, User was moved out of your ja, jetzt channel. Reicht's, keine Ahnung. Dann, weißt du, er hat mich halt so angeguckt, der Arzt, und meinte so, machen Sie öfter Liegestütze? Und dann meinte ich so, ja, ich bin rausgezogen. Und, du hast gerade den hier rausgezogen. Ups, durch den Falschen, ja. Ich musste irgendwen bestrafen jetzt dafür. Ja, sorry, ich habe den Falschen erwischt. Ich war gerade in meinem Redefluss. Nee, und dann meinte der, ich soll jetzt halt erstmal pausieren und da jetzt erstmal nichts mehr machen. Und das hatte ich halt dann mal wieder, also ein bisschen Pause gemacht. Gut, ich habe vielleicht auch wieder zu früh angefangen, ne? Und das hat sich dann ein, zwei Mal so gezogen und dann bin ich halt demotiviert worden, ne? Und dann habe ich halt erstmal nichts mehr gemacht. Au! Sorry, ich muss dich jetzt leider rausnehmen, das klappt mit dir nicht. User was moved out of your channel. So, jetzt habe ich den richtigen. Keine Ahnung, ich habe es ihm jetzt ein paar Mal gesagt, dass er es fixen soll. Das nervt halt einfach nur. Nee, aber ja. Ich will jetzt eigentlich schon wieder gucken, dass ich wieder mehr mache. Nee, der ging nicht vom Handgelenk aus. Das war hier vom Ellbogen und hier hat das so hochgezogen. Hier so. Ich weiß nicht, ob ihr das sieht, hier, so hat das so hochgezogen quasi und ja, dann die Dings taub. Vielleicht haben wir die Kantenknochen einen mitgekriegt. Nee, das war nicht der Knochen, der weh tat, sondern wirklich der Nerv und das hat dann halt, ja, war ganz komisch. Nee, aber im Moment ist alles wieder fit und so und ich hätte auch schon lange wieder anfangen können, aber dann, wenn du dann eine Weile nichts machst, dann wieder reinzukommen, du musst halt echt die Motivation haben auch. Und zeitlich ist das halt auch ein Faktor, ne? Ich habe halt früher teilweise 5-6 Tage die Woche 2 Stunden immer trainiert, ne? Und die Zeit musst du halt auch haben. Und die habe ich halt oftmals nicht. Bei mir ist es so, ich gehe in die Arbeit, von der Arbeit dann direkt abends in den Raid und dann eigentlich schon Richtung Bett. Also das ist halt teilweise
ist es halt auch immer ein bisschen gehetzt. Und wenn du dann noch Training einplanst mit 2 Stunden mit hinkommen und allem, danach noch duschen und so, da bist du halt, hast du halt einen Zeitfaktor. Und das musst du halt irgendwie auch einplanen können. Schwierig manchmal. Naja. Wird schon gern wieder ein bisschen mehr machen. Vor allem, du merkst halt auch, dir geht's halt unterm Strich auch besser, du bist halt ausgeglichener. Wenn du dich halt körperlich betätigst, ne? Das ist definitiv so. Ob du das in welchem Rahmen du das machst, ist halt dann nochmal eine andere Sache. Aber warum hast du das jetzt nicht gleich hingekriegt? Ich hab dir doch vorher schon gesagt, dass du dich einfach hättest muten können. Und wenn du was sagen willst, dann kannst du ja was sagen, dann hast du halt nicht das Rauschen so die ganze Zeit. Ich weiß jetzt nicht, warum ich dich erst rausmoven muss, dass es dann klappt. Also, komisch. Du bist mir schon so ein Kerl, ne? Du bist mir schon so einer. Ja, alles gelogen hier, dass ich viel zock. Ach ja. Kann man die Antwort der Tickets einsehen? Ja, kannst du auf der Blizzard-Seite. Aber in-game ging das gar nicht, oder? Nö, in-game geht's meines Wissens nach nicht. Aber da kannst du alles nachgucken. Zu rollen, meinst du sowas mit Blackroll, so ein Dings? Das habe ich früher am Ende dann auch immer gemacht, beziehungsweise ja, also in dem Studio gibt es quasi so eine Blackroll, die ist so lang etwa, ist mitten hat so ein Loch drin, dann ist es halt einfach so eine Rolle und dann legst du dich hin und rollst mit dem Rücken drüber. Und das, wenn du es das erste Mal machst, tut das schon recht gut weh. Wenn du es aber öfter machst, dann geht es das dann auch für die Faszien. Das ist echt gut, ja, das mache ich schon auch immer. Das ist echt nicht schlecht, ja. Wenn du das meinst. Hey, grüß dich auch. Was hast du für einen Beruf? Mit dem habe ich gar keinen Beruf, schau. Zweimal kein Beruf, aber du meinst wahrscheinlich, was ich im Real Life als Beruf mache. Es ist top secret. Es wurde ja vorher schon festgestellt. Hast so viel du schon so oft gesagt, was du arbeitest? Natürlich, aber ich mache das immer so ein bisschen. Aber es wurde ja vorher festgestellt, ich habe so viel Game Time, ich muss arbeitslos sein. Also das geht gar nicht anders. Jetzt die letzten 13 Jahre, wo ich WoW spiele. Nee, ich bin Beamter, wenn du es wissen möchtest. Genau deswegen hat er so viel Spielzeit. Ja, ich glaube, nee, in der Arbeit ist nichts mit wie wir spielen. Und was wir da für einen Gurken-PC haben, da wird auch nichts gehen, auch mit dem Internet. Also das Ganze, ich glaube, da würdest du dich auch nur noch aufregen. Ich reg mich auch in der Arbeit nur. Ohne Scheiß, in der Arbeit, weißt du, was ist das erste, was ich mache? Wenn ich komme, was ich mache? Oh fuck, jetzt will ich jetzt stellen. Ich gehe in die Arbeit, mach meinen PC an und dann gehe ich erstmal runter in die Kantine, ne? Also sprich rüber ins andere Gebäude. 2 Stockwerke runter, ins nächste Gebäude rüber und dann kaufe ich mir was in der Kantine, da musst du ja oft auch noch anstehen und hin und her, lauf dann zurück an den PC und bis dann ist er einigermaßen hochgefahren. Das ist so ein Krückending. Ja, das. Das höre ich ziemlich oft von irgendwelchen Wärmen, dass die Wärme haben noch. Ich kann es halt nicht machen, dass ich mich davor hinhock und warte, bis da irgendwas geht. Ich krieg da echt Aggressionen, wenn das so langsam ist. Deswegen ist das. Die verkaufen der Kantine wesentlich mehr, weil sie so Gammel-PCs haben, weil ich da jeden Tag runterlaufe und mir was hole, weil ich es mir nicht antun kann. Das ist. Nee. Ja, ihr werdet direkt beim Boss wieder, ne? Hätten wir releasen können? Ich meine schon, ja. Naja, egal, jetzt, ne? Ja, gut, das fragen halt viele. Das ist glaube ich, auch so deutsche Mentalität. Das Erste, was man fragt, was machst du beruflich, ne? Das ist irgendwie so. Ja, der Boss ist ein bisschen komisch. Der hat dieses Link-Totem, ne? Das ist teilweise ein bisschen tricky. Also. Was hast du vorm Studium gemacht? Bund oder Zivildienst? Sowas in der Richtung? Keins von beiden. Ich habe mich erfolgreich rausschlawinert.
Ich hätte zum Bund müssen. Also Wehrdienst ist ja mittlerweile ausgesetzt, ne? Und als ich dementsprechend im Dings war, war er noch nicht ausgesetzt. Und es war aber absehbar, dass es kommen wird. Und dann war es bei mir so, dass ich schon den zweiten Brief gekriegt habe zur Musterung. Und ich dachte, ah, das sitzen wir jetzt einfach mal aus, mal gucken. Weil, also ich hätte jetzt nichts gegen gehabt, zum Bund zu gehen, ehrlich gesagt. Also da ist jetzt, aber, also du verlierst halt da ein bisschen Zeit, wo für einen Aber weiteren schaffen wir Werdegang. das können? Ja, gut, das wäre natürlich die andere Sache auch noch, ne? Aber du kriegst halt beim Bund nicht viel Geld für die Zeit und ja, wenn ich nicht muss, dann, ne, wäre ich halt noch nicht gegangen. Dann hatte ich halt schon auch die Zusage im Studium und hin und her und dann bin ich da rausgekommen aus der Nummer und habe keins von beiden gemacht. Weiß, wäre sicher auch eine interessante Erfahrung gewesen, zum Bund zu gehen. Dann kannst du mal mit der Waffe schießen, das, ja. Aber ob es mir dann, wie lange ist es noch, ein halbes, dreiviertel Jahr, irgendwie sowas im Moment, dafür das wert gewesen, denn du wirst halt am Anfang da auch mal ein bisschen geschunden, was du hörst, ne? Naja. Nee, aber tatsächlich nichts von beiden. Was hast du denn gemacht? Bundeswehr. Und Neun würdest du sagen. Monate waren es damals, ich musste noch hin, mein kleiner Bruder musste auch noch hin, aber der Okay. dritte im Bunde dann nicht mehr. Und Würdest du es. ja, es war eine interessante Zeit, aber na, gesamt gesehen doch schon verschwendet. Muss man nicht wiederholen. Nee, die ersten 3 Monate wurde man richtig rangenommen, ne, auch sportlich, aber danach, die 6 Monate waren eher so gammeln. Gut. Ja. Das war mein Bruder auch so. Mein Bruder war beim Stab dann quasi. Und der war dann quasi den ganzen Tag im Büro gehockt bei den Offizieren und hat halt irgendwelche Tätigkeiten für die gemacht und meinte, das war bei ihm ziemlich chillig und die anderen sind halt die ganze Zeit durch den Schlamm gerobbt und so. Und er war halt immer der Erste in der Kantine, konnte sich noch was zum Essen holen, dann wieder gechillt ins Büro zu den ganzen hohen Offizieren und hatte da halt ein relativ gechilltes Leben, ne? Aber das ist halt immer die Sache, wo du hinkommst. Aber mein Bruder hat halt ziemlich Sehstärke auch und irgendwie vielleicht auch deswegen da angekommen. Mein Bruder ist aber auch relativ groß, er ist ziemlich genau 2 Meter groß. Wäre eine gute Zielscheibe gewesen. Hast du dann viel geschossen oder ist das dann eher die Minderheit an Aktivitäten? Es geht. Ja, ein bisschen was hat man schießen dürfen. Man hat Okay. auch einen Simulator hat man auch noch gehabt. Also man musste nicht jedes Mal raus. Ein Simulator ist so ein ganz interessant. Du hast dann so eine riesengroße Wand, Reflexionswand, die von kleinen Bildschirmen das so hoch reflektiert und eine ganz große Wand vor dir macht. Und du legst dich dann hin, wie als würdest du draußen eine Waffe in Anschlag legen und dann kannst du rumballern, ne? Auf eine Computerwand. War Okay. auch interessant. Aber die Grafik ist natürlich nicht so cool wie an diesen Rechnern jetzt. Das glaube ich, ja. Wir sind ältere Software wahrscheinlich. Ja, aber es war trotzdem als Abwechslung ganz cool. Aber das Geilste ist halt, wenn du draußen bist und schießen darfst, dieses Maschinengewehr, da drückst du nur eine Sekunde drauf oder ach, einen Bruchteil von einer Sekunde und du machst fünf Schüsse kommen da raus, ohne dass du es willst. Also. Hast du dann scharfe Munition oder ist das dann Ja. irgendwie. Auf dem Okay. Schießstand kriegst du scharfe Munition, aber da wird bis auf die letzte Patrone alles abgezählt. Und es darf halt Okay. nichts fehlen. Wow. Aber wenn jeder sich an die Regeln hält, alles diszipliniert abläuft, ist das schon ganz cool, ja. Welches Level ich jetzt bin? 58 vielleicht, ne? Reicht das vielleicht im Abschluss? Ja, das reicht. 59. Ein Level brauche ich quasi jetzt, ne? Dann bin ich Level 60. Ach ja, das haut ja doch ganz gut hin mit den 5 Leveln, ne? Pro Stunde. Das reicht sogar relativ easy. Danach müssen wir halt dann unseren neuen Heiler ranholen. Aber wir haben ja schon einen in der Pipeline. Wie lange haben wir jetzt schon gespielt? Ne? Was? 39 Minuten ist jetzt die Episode. Jetzt muss ich bloß mal gucken,
Also hier, ne, unserem Mage. Ich wahrscheinlich nach, wenn ihr Level 60 seid oder so, muss ich aussetzen erstmal, bis ich euch nachgelevelt habe. Genau, ich glaube ja letztes Mal nicht. Aber dann gehe ich eh Smite spielen wahrscheinlich. Smite. Mit Level 60 können wir halt auch nochmal queuen, ne? Die Classic-Dinger, aber danach ist dann finita. Ich wundere mich eh, warum ich 4 Level hinter euch bin. Komplett 4. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Hast du die komplett gleichen Items? Hast du auch beide Levelringe? Ich hab nur die Levelringe nicht. Okay, hast du beide Levelringe nicht, oder? Nö. Okay, die sind, na gut, das sind 10%, ne? Fläschchen drin. Ja, hab ich. Ja gut, wenn du das halt hochrennst, ne? Jedes Mal 10% von dem Level. Irgendwann macht es halt schon was aus. Sind die Fläschchen eigentlich immer noch verpackt oder ist das wieder gefixt? Dass du es stacken kannst, das ist glaube ich schon gefixt und das würde ich auch nicht machen, weil dafür wurden Leute gebannt ich tatsächlich. Ich weiß, dafür wurden welche gebannt, also habe ich heute nachgelesen. Ja, ich bin ganz froh, dass ich das nicht so früh mitgekriegt hätte, weil sonst wäre ich jetzt auch gebannt worden. Ich habe es mir auch überlegt, hätte ich jetzt vor ein paar Tagen eingeloggt, dann wäre ich jetzt safe, hätte ich safe gebannt. Markus, ja. Sag mir dann einfach später, wenn ihr fertig seid mit heute, wie weit ihr es geschafft habt und dann habe ich... Jo. Oder du machst derweil noch kurz die Level und kannst dann mitmachen. Aber ich wurde von einem Kumpel angeschrieben, dass ich in Smite online komme. Ah, ja gut, da muss man natürlich Prioritäten setzen. Bei Smite würde ich auch sofort wechseln. Nicht. Kennt denn das hier jeder? Nie was von gehört. Also an sich ist Smite ein schlechtes, sollte ein schlechtes Spiel sein und jeder macht immer Witze darüber, aber es ist actually funny, weil einfach actually. Das ist was Neues. Es ist ein Neues. Neues ist immer besser, oder? Hä? Neu ist immer besser. Nein. Nein, du weißt. Wer kennt die Reference zu? Auch mit dem Mapper. Ja, okay, jetzt hat er schon verraten. Ja, okay. Junge. Ach ja. Lässt sich im Low schon das Heil und es kommt trotzdem kein Invert. Das bitte. Ja, und dann können gleich dann alle rausfinden. Kannst du nochmal einen neuen. Was? Ja, gut, wir haben eh schon Kacknoobs dabei, also wärst du in guter Gesellschaft von dem her. Weißt du? Ich kann als Mage schon Kacknoobs haben. Jo, den musst du halt drücken, ja, keine Explosion, ne? Ja, genau. Aber wir hatten da auch einen dabei, der 62 war der oder so. Der hat sich reingestellt, zweimal keine Explosion, da war instant weg. Nein! Ich meine Natti. Ach, fick dich. Was? Kannst du mir mal diese scheiß Würmer abnehmen, bitte? Wo hast du denn die her, die Würmer? Keine Ahnung, ich... Muss schon aufpassen, was du da einsammelst. Aber nicht ich. Wer dann? Ich hab aber mein... AOE-Dings gemacht und dann sind die auf mich gegangen. So. Nein, ich hab die Iron Man Challenge noch nicht gemacht und ich werde sie auch nie machen, weil das... gegen alles spricht, für was ich stehe. Damit stehe ich mit meinem Namen. Ja, der Alpenzin-Mann. Oh Scheiße, das war jetzt ich. Gedankenexplosion auf die anderen. Und noch mehr geedit. Hier sind 2 und hier sind 4. Nee, Tilla macht gern die Robbe. Was mache ich, die Robbe? Für eine Robbe mache ich. Die Julian Bam Robbe. Ich hab dich akustisch jetzt nicht die Tree und was für eine Robbe? Julian Bam Robbe.
doch da ein Video rausgebracht hier. Hab ich einen wo dann jeder irgendwie auf Insta mitgemacht hat und so ein Scheiß. Ja, nee, kenn ich nicht, muss ich leider passen. Also Julian Bam kenne ich schon an sich, aber das Video habe ich anscheinend nicht gesehen und mit Instagram-Hypes habe ich es nicht so, weißt du? Bin ich auf Instagram. Hast du überhaupt Instagram? Nein, habe ich nicht. Obwohl, doch ich habe theoretisch, müsste ich irgendwo einen Account haben, aber ohne Bilder. Und ohne Einloggdaten. Ja, du, weiß nicht, wenn ich das letzte Mal da eingeloggt habe, also keine Ahnung. Wenn, halt für irgendwas, wenn jemand meint, hey, schau mal, das ist auf Instagram, da habe ich es mir immer gemacht, aber sonst bin ich da nicht aktiv. Du bist aktiv auf Instagram, oder? Mein Kumpel eigentlich nur drin und der nur, weil der halt nur Instagram hat. Hm. Ansonsten mache ich ja gar nichts drin. Aus ja, stalkst halt irgendwelche Mädels, ne? Ja, das natürlich auch, ja, so nebenbei. Okay. Snapchat genauso. Snapchat? Ja, Snapchat habe ich mittlerweile auch. Snapchat mein Gott. Ist auch so ein Dreck. Das ist war echt... Facebook war ja schon schlimm und dann kommt so ein Scheiß noch. Ja, brauchen wir alles nicht. WhatsApp ist das Beste von allen. Jetzt, ich lieb dich, no homo. Alles klar. Schade, jetzt hab ich mich schon gefreut hier, weißt du? Auf Rohrpolierer. Da gibt's schon so ein paar Werbungen, die hängen bleiben, ne? Hyper. Ah, nicht ganz Level up. Warte mal, du hast es doch bestimmt geschafft, oder? Warst du immer einen Ticken vor mir? Ja, schon, erst Level 60, ich dachte mir das schon. Ja, immer ein bisschen gequestet nebenbei. Nur deswegen Schritt vorne. Ja, ja, am Tricksen ist er wieder, ne? Jetzt habe ich auch mal einen Invite, kurz bevor ihr 60 seid, Tom. Hm. Warte mal, ist das die. Ah, das ist die kurze, perfekt. Hier, wenn der ganz am Rand an der Wand entlang. Den mal mit. Den ich werdet ihr jedes Mal bei dem Boss hier mit dem Rand und trotzdem pullt irgendwie jedes Mal einer. Ja, man hat's nicht leicht. Und hier dann noch ganz an der Mauer laufen. Auf der Mauer, auf der Lauer. Da rennt was hinter uns her. Also, noch weiter hinter uns. Bitte, habt ihr noch einer richtig... gewesen, glaube ich. Ganz an der Wand laufen. Ah, dieses dumme Gestunne halt immer. Komm, ich charge da jetzt, dass ich wegkomme von den Mobs. Slow, kann einer Krankheiten runternehmen? Bücher kann ich. Hm. Ja, ich würde jetzt eigentlich weiterziehen, aber ich glaube, jetzt muss ich mal doch stoppen. Ich kann, aber ich bin weit weg. Oh, ich bin desorientiert. Ja, bitte. Oh, hinten habt ihr einen mitgenommen. Da kommt noch. Nein, ihr habt den Boss gepult, ernsthaft. Nein, ich hasse euch. Mit diesem Boss dauert die Innie halt fünfmal so lang, weil der die ganze Zeit am CC ist. Das ist halt der wichsigste Boss, den du im Classic haben kannst. Vielleicht können wir den resetten, wenn wir weit genug weglaufen. Manchmal haben die Bosse so eine Boss-Area. Ist er noch da? Ja, der kommt. Leg dich nicht auf, das ist nicht gut für deinen Blutdruck. Ich glaube, ich habe keinen hohen Blutdruck. Dann ziehen wir den Gambler halt mit, keine Ahnung. Bist du halt nur im CC, wenn du den Haken hast. Ich weiß nicht, was der Typ da macht, ne? Irgendwie castet er die ganze Zeit. Ja, soll er da hinten ein bisschen rumcasten?
Ich glaube, du direkt wieder ein Dings aufkriegst. Ich bin am Überlegen, ja gut, jetzt sind genug tot, auf geht's, Boss. Damage einfach nur den Boss tot. Den anderen brauchen wir nicht, dann lassen wir den da stehen, keine Ahnung. Kriegen wir Doppel-CC, ne? Man hat's nicht leicht hier. Bam. Ich muss den Schlag öfter einsetzen. Der haut nämlich auch ganz gut Damage raus, ne? Sind jetzt schon fast 300 Schaden, was der macht. Ist mein härtester Hit hier, aber es ist halt leider ein Cast, ne? Perfekt. Stirbt der halt vor dem anderen Dude, ne? Steht hier in der Ecke und castet sich tot. Ich glaub, der CC dich nur, wenn du in Medium Range bist, kann das sein? Weil sonst bist du, wenn du den Typen hast, die ganze Zeit im CC. So, jetzt bin ich Stufe 60. Ich hoffe, du bist du. Ne, du bist noch nicht 61. Dann können wir nochmal eine queuen hier. Können wir nur eine machen? Ah, rotes Kloster, das geht voll klar. Da müsste ich. Ja, da bin ich auch fit. Ja, und dann sind wir nämlich eh drüber. Dann müssen wir nämlich neue Leute suchen. Dann kannst du gerne wieder mitkommen. Sind wir nämlich im nächsten Level-Bracket. Aber schon als Heiler dann, oder? Weil der D hätte ich alle. Ja, ja, kannst das Heiler. Der Shami ist eher als 36. Also, das passt dann. Wenn jetzt noch wer anders aus dem Stream auch noch einen Char hat zwischen 60 und 80, kann er auch gerne mitkommen, wenn er möchte. Warum pullt der andere Mage die ganze Zeit dazu? Im Ernst? Wir wollen wirklich nur schnell durch, also bitte nicht irgendeinen Kack dazu pullen. Es ist halt eigentlich nur nervig. Philipp, hey, grüß dich. Jetzt hast du halt so einen blöden Leichenhaufen getriggert. Das haben wir die ganze Zeit. Werden wir die ganze Zeit wahrscheinlich im Combat sein, ja. Mach den kaputt. Ja, mach den mal fix weg. Genau, das ist Allianz. Oh, ich sollte vielleicht da aus dem Ding was gehen. Genau. Durch Allianz zwischen 60 und 80, dann könnt ihr gleich mitkommen, weil nach der Instanz können wir nicht mehr im Low Bracket. Was willst du? Smog Mount oder was? Nein, dass du mich hat gerade was angegriffen, dass du das nimmst. Ach so. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Zieh die hier rein, jojo. Also irgendwie, seit wir die Konstellation haben, haben wir hier ständig irgendwelche Mobs an die Hacken, die wir nicht brauchen, ne? Ja, mit dem... Da gar nichts. Bitte da ein bisschen aufpassen, ne? Das ist jetzt bis jetzt kein großes Drama, aber... im Endeffekt... Hä, warum kamen die dann nicht mit? Okay. Ich dachte, ich habe alle angeschossen. Das ist sonderbar. Kriegst halt am effizientesten die EP, wenn du einfach nur so schnell wie möglich den Endboss killst, weil der triggert halt die Haupt-EP. Und deswegen willst du eigentlich am besten nicht so viele Mobs mitnehmen. So wenig wie möglich. War das, warte mal, dann wollen wir lieber nochmal. Sicher ist sicher. Ah, perfekt, vorm Stun nochmal eine Wall raus.
Ist leider nur ein Hordler, das ist natürlich schade. Aber Hordler werde ich als nächstes leveln, ne? Wenn der soweit fertig ist, geht's dann mit der Hordenseite weiter. Hier musst du blöderweise die ganzen Bosse alle killen, weil sonst die Türen nicht aufgehen, ne? Sonst wird. Also es gibt mein. Hä, warum ist denn der jetzt wieder komplett vollgeheilt? Der Engel so viel raus? Krasse Scheiße, siehst du das? Der komische Engel hat ihn wieder komplett vollgezogen. Richtig übel, was der am Healen ist. Hätte jetzt nicht gedacht. Jetzt kann ich eigentlich auch wieder skillen, ne? Jetzt könnte ich einen Stun mitnehmen oder Typhoon. Ich glaube, ich nehme tatsächlich Typhoon mit. Das ist hier sogar besser dann. Also in Dungeons, ne? Wenn du viel pullst, kannst du halt Typhoon auf zwei Wege nutzen. Einmal, wenn du halt Low Drops, kickst du die Mobs weg. Die werden ja auch geslowt dadurch. Und du kannst weglaufen. Das ist immer ganz praktisch. Und der zweite Weg ist, wenn die Mobs alle am Casten sind, kannst du sie halt damit knockbacken und kannst alle damit interrupten. Also wenn du jetzt 20 Mobs hast, 10 davon casten, dann kannst du halt 10 Casts interrupten. Also das ist halt teilweise schon nicht schlecht. Alle wegkicken, um sie wieder zusammenzuziehen. Ja gut, ich habe ja aber den Ding nicht, also Osus Vortex. Dann heal ist ja dabei oder so. Get it. Was machst du denn? Lauf doch einfach in der Mitte. Kriegst jetzt den Mond des Versagens von mir. Sorry, aber hier, Mond des Versagens. Einfach nur in der Mitte durchlaufen, das ist doch nicht so schwierig. Der Endboss ist ja mittlerweile gefixt worden. Der respawnt wieder. Beretzen? Was, wer respawnt wieder? Der Endboss, wo ihr auch gerade habt. Achso. Der ist lange Zeit einfach nicht wiederbelebt worden, darum gab es kein XP. Ja, das ist. Das ist ganz gut, dass das mittlerweile klappt, aber das, ja, das weiß ich auch noch, dass da was rumgebackt hat. Da wollte ich anfangen wieder zu spielen und dann habe ich zweimal diesen Dungeon gehabt und irgendwie ohne XP kam ich auf beiden Dungeon raus. Und ich bitte. Dann kann man gleich wieder offline gehen, was dann keinen Spaß macht. Spielerlebnis direkt versaut. Ja, so ungefähr. Levelst du gleich? Also nach dem bin ich ein Level up wahrscheinlich. So, ja, ich bin ja schon auf 2/3. Dann werde ich wahrscheinlich 61. Wie hoch bist du denn jetzt? Mir fehlen 400 EP. Naja gut, dann wirst du. Hey, der Mage hat schon wieder was geedet. Und tot. Was machst du denn da für eine Scheiße? Also langsam ist halt auch nicht mehr lustig. Kannst du. Wir waren da vorher die gleiche Instanz auch und haben auch die linke Seite gemacht. Ja, aber schau doch, bevor du reinläufst. Keine Ahnung, also ganz ehrlich, solche Leute gehen mir immer auf den Keks. Natürlich, du bist ja direkt in die Mobs reingelaufen. Wenn da keine Mobs gewesen wären, dann hättest du sie ja auch nicht geaddet, oder? Das sind ja nicht Schrödingers Mobs. Also, ja. Bevorzugst du eigentlich was, Pala oder Charmy, oder ist dir egal? Wenn wir den Pappen. Wie es dir lieber ist. Soll ich den Pappen einmal aufgehoben hier? Jetzt Damage wenigstens mit. Da wird gleich wahrscheinlich wieder was geändert. Der verklopft sich jetzt, während wir CC sind, ne? Hast du jetzt aber nicht gerade mit rumgekleckert hier? Ja, aber jetzt müsst ihr auf jeden Fall Dings werden, Level up. Hab ich sogar 6 Level geschafft, ne? Allerdings. Sogar besser als ich dachte. Deine Rüssi ist kaputt. Nö, die ist erst gelb. Da ist nur alles im grünen Bereich. Wunderbar, wunderbar.
Skelett. Infight? Ach, da hinten haben wir nochmal ein Skelett. Auf 59 oder 50 Minuten. Wie bitte? Warte, auf 59 oder 50 Minuten. Aufnahme-Dings da. 59. So, jetzt rappe ich. Also das war jetzt dann für die Aufnahme die letzte Indie. Jetzt muss ich noch schnell rappen und dann sind wir auch schon durch. Wunderbar. Ja, Stufe 61 sind wir jetzt. Passt ganz gut. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch irgendeinen Gear rauskriegen, das sinnig ist. Gammelring. Ah, den können wir sogar brauchen. Zumindest ein Item-Level mehr. Den ganzen Rest kann ich, glaube ich, weghauen. Und, ach so, den Typhoon wollte ich noch mitskillen, ne? Dann packen wir den hier rein und dann nehmen wir das halt da, weil das Interrupt, ne? Besser als nix. Besser als nix. Okay. Gut, dann sind wir mit der Stunde wieder durch. Mich hat's gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.